Hallo ihr Lieben, ich habe meinen Monatsrückblick für den Januar für euch, der so bombastisch geworden ist, dass ich 13 Bücher gelesen habe und gehört. Und ja, ich werde das Video teilen, weil die wenigsten von euch schaffen 40 Minuten von meinem Gequatsche. Und ich denke mal, dann klappt es mit der Länge noch halbwegs. Ich möchte ja über die Bücher auch ein bisschen reden. Jetzt geht es um die ersten 7 Bücher, die hauptsächlich richtig gut waren. Ich hatte einen Mega-Flop, einen wirklich... Über den werde ich am Ende vom zweiten Video sprechen, weil ansonsten verdirbt er mir nämlich gleich die Laune, weil ich mich so viel aufregen muss. So, das Jahr begann mit einem Highlight, nämlich die letzten 100 Seiten oder 120 Seiten von Matthew Corbett und die Hexe von Font Royale habe ich am 1.1. gelesen. Und deswegen habt ihr das Büchlein schon bei mir gesehen in meinen 5 Highlights für 2018, weil es war definitiv ein Highlight für 2018, aber auch ein bisschen für 2019. Genau. Hier geht es ja darum, dass Matthew Corbett ist ein Gerichtsdiener im Jahre 1699 in den neuen Kolonien in Amerika. Und in Font Royal geschieht Schreckliches. Also es sterben Leute, es gibt Missernten, Menschen träumen davon, dass die Hexe von Font Royal, also Rachel Howard, es nachts mit einem Hermaphroditen treibt und sonstiges. Gebäude brennen lichterloh und können nicht gelöscht werden und. Und deswegen soll Rachel brennen auf dem Scheiterhaufen. Man braucht aber noch einen Richter, um sie entsprechend anzuklagen. Und da das so eine kleine neue Kolonie ist, quasi eine Stadt, die im Aufbau ist, gibt es dort noch keinen ansässigen Richter. Also kommen Richter Woodward und sein Gerichtsdiener, lösen den Fall. Nicht zur Zufriedenheit aller, auf jeden Fall zu meiner Zufriedenheit. Ich wäre nie darauf gekommen, was hier hinter steckt. Und ich habe jetzt schon den nächsten Band angefragt. Ich hoffe, er kommt bald, damit ich nämlich weiterlesen kann. Ein sehr cooles Buch. Ich habe 5 Sterne vergeben auf die 500 Seiten vom zweiten Teil. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar gelesen, nämlich Die ganze Welt der Dinosaurier von Emilia Ziobak. Ich glaube, sie hat es auch gestaltet. Das hatte ich angefragt bei NetGalley und der Verlag war, glaube ich, die Ars Edition. Die haben immer mal solche Bilderbücher. Manche sind sehr cool. Und deswegen versuche ich da gerne mal mein Glück und frage das an. Früher hatten sie das noch sozusagen für den Kindle bereitgestellt. Und mein Kindle hat es immer dermaßen verzerrt, dass ich dachte, wie kann man so etwas nur tun? Jetzt gibt es die immer als PDF und ich drucke die mir meistens aus. War spannend. Ich liebe Dinosaurier. Ich habe als Kind Dinosaurier geliebt und auch jetzt besitzen wir einige Dinosaurierfiguren. Wir lieben auch Jurassic Park, vor allem die alten Teile. Den Jurassic World 2, ich spreche jetzt nicht darüber. Die Storyline war eine Katastrophe, aber die Dinos waren toll. Also mit Dinos kann man nicht viel verkehrt machen, zumindest bei mir. Was ich nicht verstanden habe an diesem Buch, es hatte 32 Seiten, ich habe 3,5 Sterne vergeben. Man hat dort einen, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, einen Steinzeitmenschen auf jeden Fall. Und der ist unterwegs mit seiner Schabe Schabowski. Und die finden ein großes Dino-Ei, woraus er ein Omelett machen möchte. Und es stellt sich heraus, dass dieses Dino-Ei eine Zeitmaschine ist. Er geht in diese Zeitmaschine und dann landet er bei den Dinosauriern und dadurch lernen die Kinder, die dieses Bilderbuch sich anschauen, etwas über die Welt der Dinosaurier kennen. Das war irgendwie, hä? Ja, aber ansonsten schöne Bilder und auch nicht nur diese typischen Dinosaurier, also der Triceratops und der T-Rex und ja, sondern auch die davor, ne? Also woraus dann erstmal die Dinosaurier, die wir aus den Filmen kennen, entstanden sind, evolutionstechnisch, sehr cool. Also Dinos haben mir gefallen, die Geschichte merkwürdig, muss ich so sagen, habe ich nicht verstanden. Vielleicht finden das Kinder einfach cool, ne? Dann war es sozusagen nichts für mich persönlich, aber insgesamt war das schon okay. Dann habe ich ein Buch gelesen. Ein schönes Buch, ein 5-Sterne-Buch, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
Ich habe ja Harry Potter gelesen, als ich noch sehr jung war, als die rausgekommen sind. Und ich weiß noch, jedes Mal, wenn ein neuer Band rausgekommen ist, habe ich alle davor nochmal gelesen. Also dementsprechend den dritten Teil kenne ich ziemlich gut. Der Gefangene von Azkaban ist zufällig auch mein Lieblingsteil, sowohl in Buch- als auch in Filmform. Wobei man immer wieder sagen muss, in den Filmen fehlt ein bisschen was. Also die Bücher liebe ich mehr und ich bin froh über diese wunderschöne illustrierte Ausgabe. Sie ist wirklich so, 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 so schön. Hier hat man zum Beispiel einen Ausschnitt aus der Karte des Rumtreibers. Oh, ich kann mich da mal gar nicht satt sehen. Also ich muss dann immer erstmal alles gucken, ne? Und was hat man hier für Räume und für Gänge und wo war man sozusagen beim Lesen schon mal und wer treibt sich da überall rum? Einfach unfassbar gut. Ja, oder einfach mal so gestaltete Seiten ohne direkt coole Bilder zu haben. Ja, sehr schön. Sehr schön, es ist jetzt schon wieder vorbei. Der vierte Band der illustrierten Ausgabe kommt, glaube ich, erst im Oktober, irgendwie im Herbst. Und bis dahin weiß ich noch nicht so richtig. Also vielleicht hole ich mir irgendwie nochmal die Hörbücher und lasse mir alles vorlesen, denn ich habe meine Printausgabe gerade nicht da. Ich hatte zuerst die ersten Bände einer Freundin geliehen, jetzt habe ich die ersten Bände wieder da und entweder 4 bis 7 oder 3 bis 7 sind aktuell nicht bei mir. Also wenn es mich dolle treibt, dann hole ich mir vielleicht nochmal die Hörbücher und lasse mir Stück für Stück von Rufus Beck vorlesen. Mit Rufus Beck bin ich nicht 100% zufrieden. Ich habe auch, ich glaube, Felix von Manteuffel liest die auch vor, mit dem bin ich aber auch nicht 100% zufrieden. Also es gibt einfach für mich bessere Leser, aber Rufus Beck macht das schon ganz gut. Also da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Und es ist Harry Potter und ich liebe die Geschichte. Harry liebe ich nicht immer. Also besonders im vierten Teil jammert er sehr viel. Deswegen habe ich mich bis jetzt auf jeden Fall noch nicht dafür entschieden, mir das Hörbuch zu holen. Aber es wird mich sicherlich noch treiben. Ich bin davon überzeugt. Dann habe ich ein Buch gelesen, was mir der Löwe Verlag ungefragt zugeschickt hatte als E-Book. Ich bekomme so alle 2 Monate meine Löwe-E-Mail mit so einem Beleg, also mit einem Link für Belegexemplar für Mobi, EPUB und PDF. Und ja, da ist manchmal was dabei, wo ich mich drauf stürze und manchmal nicht. Und diesmal war es nicht perfekt, ist auch okay von Ella The Bee. Und ich liebe Ella. Ich gucke die schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren. Seit Jahrzehnten. Nee, seit Jahrzehnten gibt es die noch nicht. Aber ja, ich liebe ihre Lebensfreude und ihre positive Ausstrahlung, obwohl ich weiß, dass es ihr nicht immer gut geht. Und jetzt ist sie ja schwanger mit der Bohne und ja, verfolge ich sehr gerne und auch ihre Organisationsvideos. Einfach schön. Und als ich dann gehört habe, dass sie. Eigentlich müsste man ja sagen, ihr zweites Buch veröffentlicht hat. Da dachte ich, willst du lesen? Und jetzt habe ich es halt zufällig vom Löwe Verlag bekommen. Es waren 176 Seiten. Ich habe 4 Sterne vergeben. Aus dem einfachen Grund, da ist nicht wirklich was. Nee. Da ist nicht ganz was für mich war. Das klingt jetzt irgendwie blöd. Naja, es ist einfach nicht meine Altersklasse. Also, es ist eher so für. Weiß ich nicht, 12- bis 16-Jährige, so von der Sprache her, von der Problematik vielleicht noch ein bisschen mehr. Es geht um die erste Freundschaft, um die Pubertät, aber auch, wie man sich in der Schule organisiert, was man wirklich tun sollte oder nicht tun sollte. Ne? Also alle machen dies und alle machen das. Es geht um den ersten Kuss, die erste Liebe, Probleme mit dem Elternhaus, was soll aus einem werden und all solche Fragen, die einen wirklich so in diesen Teenagerjahren interessieren. Und sehr gut geschrieben, also mit viel Gefühl. Und Ella erzählt da auch viel, wie es ihr damit ging, was sie für Erfahrungen gemacht hat. Und bei ihr war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Buch animiert hauptsächlich ja, zum Mutigsein, finde ich. Ne? Also sei mutig, finde selbst deinen Weg. Mach nicht irgendwelche Dinge, nur weil andere sie von dir erwarten, sondern höre erstmal in dich hinein und sie spricht dann quasi auch mit dem Leser. Also wirklich sehr schön. Nur von der Sprache her war das manchmal so, oh, das ist krass oder ich hatte Bammel und kennt ihr das? Immer wieder kennt ihr das. Also ich glaube, dieses kennt ihr das? Oder da war noch was anderes. Also so ein paar Wendungen hatte sie immer und immer wieder, wo ich mir dann dachte, ja, ja.
Genau, also das war nicht ganz meins und die Probleme haben mich größtenteils nicht tangiert. Aus ein paar habe ich mir auf jeden Fall was mitgenommen, aber insgesamt ist es einfach ein tolles Buch, vor allem für diese Altersklasse. Also da finde ich sehr schön, dass sie diesen Kaffeeklatsch sozusagen für Jugendliche aufbereitet hat. Ich denke, das könnte vielen helfen, die ja in so einer Zweifelphase sind. Bin ich überhaupt richtig? Sind meine Brüste zu groß oder zu klein? Alle haben schon mit Jungs geschlafen, muss ich das jetzt auch? Ja, ich habe es halt aus der Frauensicht gelesen. Ne? Aus der Männersicht habe ich es nicht gelesen. Das können sicherlich auch Jungs lesen. Ne? Aber ich denke mal, hauptsächlich ist es so für Mädels. Und ja, wenn man so unsicher ist. Ne? Und, oder dass Freundschaften auch mal kaputt gehen können und dass das nicht schlimm ist, dann passt es vielleicht einfach nicht mehr. Ne? Also, dass man manchmal auch Dinge loslassen muss und sich nicht darin festbeißen muss, wenn man zum Beispiel der Einzige ist, der jetzt noch für eine Freundschaft aktiv sich einsetzt. Na, also waren wirklich sehr viele Themen, sehr viele wichtige Themen für dieses Alter und das fand ich echt toll, dass sie das geschrieben hat. Deswegen insgesamt 4 Sterne. Dann habe ich ein Hörbuch, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Ich glaube, bei Goodreads hatte ich bei irgendwem geschaut, der nicht perfekt ist, auch okay gelesen hatte und dann die Person hat dann wieder andere Bücher gelesen oder kannte jemanden oder hat irgendwas geliked und da bin ich gestoßen auf How to be a Parisienne. Beziehungsweise Liebe, Stil und Lässigkeit à la Française von Caroline de Maigret. Und das hatte ich mir als Hörbuch geholt. Ich habe insgesamt vergeben 3,5 Sterne. Hat mir mittelmäßig gefallen. Also cool fand ich wirklich so die Beschreibung von dem Chic der Pariserin und wie sie sich kleiden. Und dass es halt irgendwie halt lässig ist, aber trotzdem schick und nicht zu viel. Und ja, zum Beispiel, dass man auch keine Schönheits-OP machen lässt. Und wenn dann erstmal irgendwie mit 50 oder so, bis dahin muss man aus dem, was man hat, am besten irgendwas machen. Und auch wie man sich trifft und wie man isst, das war alles fetzig. Nicht so fetzig fand ich aber, natürlich ist es klischeebehaftet, aber dass die Pariserin einfach beschrieben wurde als eine psychopathische Schabracke. Nee, also die hat einfach einen Knall weg, ne? Der Liebe wegen, um sich immer wieder neu zu verlieben, dann tut man hier mal, jetzt wollte ich schon Wörter benutzen. Ja, also dass die Frauen ständig mit anderen Männern dann auch mal rummachen, um sich neu zu verlieben und der Alte, ja, und wie sie teilweise auch die Männer behandeln, um irgendwie das größtmögliche Drama aus der Situation zu machen, ne? Weil das Leben der Pariserin ist wie ein Film und da muss es halt immer dramatische und tolle Szenen geben. Und da dachte ich mir, was? Für eine Psychotante. Also ich muss sagen, so wie sie beschrieben wurde in dem Buch, mag ich die Pariserin überhaupt nicht. Deswegen sind es 3,5 Sterne geworden. Also es hat mich gut unterhalten. Und es waren auch ein paar tolle Rezepte dabei, für, zum Beispiel für Schokokuchen oder für ein ganz toll zubereitetes Hühnchen. Und ja, oder zum Beispiel, dass die Haarpflege der Pariserin ganz natürlich ist, ne? Am besten waschen und mit den gewaschenen Haaren ins Bett, damit man dann am nächsten Tag halt diese natürlich irre Frisur hat, die man aber dann zum Beispiel mit Chanel kombinieren kann und dann halt irgendwie wieder gut aussieht. Na. Aber dieses ganze Drama, das, oh, vor allen Dingen, wenn das dann wieder junge Mädels lesen, die dann auch denken, ach, Drama, und ich muss meinem Freund regelmäßig eine Szene machen, damit ich irgendwie ein bisschen Leben in meiner Beziehung habe. Oh mein Gott, das muss ich sagen. Ja, Liebe ist für mich was anderes. Ne? Aber gut. Das sechste Buch, was ich gehört habe, ist Verdammnis von Stieg Larsson. Das lungert schon ganz lange bei mir rum, weil ich den ersten Verblendung vor einer Ewigkeit mal gelesen hatte und sehr cool fand. Und dann hatte ich mir irgendwann den geholt und konnte mich aber gar nicht mehr an den ersten erinnern, weswegen ich Verdammnis dann auch nochmal, nee, Verblendung, Verblendung dann nochmal gehört hatte. Und da hatte ich damals Dietmar Wunder entdeckt und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich es aber trotzdem nicht geschafft, den zweiten weder zu lesen noch zu hören. Und den Film habe ich, glaube ich, zigmal gesehen, also beide Filme. Ich kenne beide Verfilmungen. Und ich liebe die Geschichte um Lisbeth und Michael und der Krimi. Also im Prinzip sind ja mehrere Probleme zu lösen. Ne? Man hat den Kriminal, den Thriller,
für den Mikaela dann quasi auch angestellt wird, es herauszufinden, während er eine Familienchronik schreibt. Und man hat natürlich auch noch diesen Wirtschaftskrimi, mit dem Mikaela sich beschäftigt. Die Wennerström-Affäre, die im Film eine relativ unbedeutende Rolle spielt, im Buch aber sehr viel mehr Bedeutung hat und auch cool und spannend geschrieben wurde, vor allem das, was Lisbeth dann daraus gemacht hat. Ja, sehr cool, und deswegen musste ich unbedingt zum zweiten Band greifen. Da mich diese 760 Seiten nicht so motiviert haben und da ich Dietmar Wunder als Sprecher echt gut finde, habe ich es mir vorlesen lassen. Es war echt cool. Ich habe es gesuchtet. Ich habe 5 Sterne vergeben und habe mir daraufhin gleich auch noch den dritten Band als Hörbuch geholt. Und da bin ich auch gerade dabei. Ich bin jetzt schon traurig, weil ich weiß, es wird dann enden. Also offiziell enden. Inoffiziell geht es ja weiter. Und ja, war auf jeden Fall sehr dramatisch, also auch was Lisbeth passiert ist und mit wie vielen Problemen sie eigentlich schon zu kämpfen hatte. Also da denkt man sich, Halleluja, ich lebe ja tatsächlich in einer heilen Welt. Also sehr, sehr traurig. Und da hatte ich auch sehr viel. Ich habe vor Wut auch geheult, ich glaube ein oder zweimal, aber es war so ungerecht. Und jetzt geht es ja auch noch weiter. Ja, ja, ich will aber nicht so viel verraten. So, und das letzte Buch, über das ich jetzt in dem ersten Teil des Monatsrückblicks spreche, ist auch noch ein Hörbuch, was ich mir auch geholt habe, als ich mir How to be a Parisienne geholt habe, nämlich Follow Me. So wird man Influencer, machen, was man liebt und Geld damit verdienen, von Marie-Louise Ritter. Das hatte ich mir ein bisschen angeschaut und im Januar steckte ich ja so ein bisschen in, naja, Sinnkrise ist falsch, aber ich hatte ja Instagram deinstalliert, weil ich gemerkt habe, diese ganzen Social Media tut mir gar nicht gut. Und mein Blog, da habe ich jetzt auch seit Ewigkeiten nichts mehr getan. Twitter habe ich abgemeldet und mit meinem Kanal, ja, na gut, mir ging es auch viel schlecht durch die Depression. Also mir geht es immer noch viel schlecht, deswegen drehe ich ja immer so 1-2 Mal im Monat ein paar Videos, wenn ich einen richtig guten Tag habe. Aber ja, man beschäftigt sich ja dann schon mit der Frage, wie viel Spaß macht mir das noch? Will ich das weitermachen? Wo will ich damit eigentlich hin? Und ja, und da hatte ich mir so ein bisschen die Rezension durchgelesen und habe auch rausgefunden, dass Marie-Louise Ritter eigentlich mit dem Blog angefangen hatte und sie hat, glaube ich, Journalistik studiert oder so. Und sie beschreibt das auch mit, ja, es hat ja einfach Spaß gemacht und es hat ja was gegeben, so über Dinge zu reden, die sie beschäftigen. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist ja eigentlich genau das, was ich auch möchte, ne? Also einfach über Dinge reden, die mich beschäftigen und mich dann mit anderen darüber austauschen. So, dann habe ich mir das Buch geholt und ich habe insgesamt 4 bis 5 Sterne vergeben. Ne? So 4,5 sind es eher, weil sie natürlich auch Dinge anspricht, die ich sozusagen nicht brauche, beziehungsweise die ich nicht 100% gut finde. Ne? Sie beschreibt auf jeden Fall, wie sie erst das gemacht hat, was sie liebt, und dann irgendwann hat sie sich damit selbstständig gemacht. Ne? Und sie beschreibt auch ganz viel, wie man Instagram-Videos, zum Beispiel Instagram-Bilder macht, wie man die richtigen Filter darauf legen kann, dass es gut aussieht, und wie man die richtigen Hashtags findet, wie man Firmen anschreibt, damit man dann Kooperationen machen kann und damit man dann tatsächlich Geld verdient. Und das hat mich alles weniger interessiert. Also ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwann Firmen anzuschreiben, wenn dann halt ein Verlag, weil ich Buch XY anfrage. Na, aber zurzeit, also ich glaube, außer den Lucifer Verlag habe ich niemanden angeschrieben, weil entweder ich bekomme was oder ich habe genug. Also ich habe wirklich genügend Lesestoff. Und ich weiß ganz genau, wenn ich wieder 1000 Bücher anfrage, dann komme ich eh nicht hinterher. Und dann ist es immer so Druck, 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 weil Rezensionsexemplare, und für mich ist das gerade nichts. Ne? Aber gut, ich wusste ja, dass es darum in dem Buch geht. Ne? Das steckt ja auch im Titel schon drin. Ja, wirklich sehr viel Liebe zu diesem Beruf, zum Selbstständigmachen steckt dort drin. Ich habe mir auf jeden Fall viele Anregungen geholt, auch zu Themen, auf die ich Lust hätte, weil ich ja dann auch immer so ein bisschen gebrainstormt habe. Na, was könnte ich denn machen? Über welche Themen könnte ich reden, wo ich bis jetzt einfach noch nicht den Mut dazu hatte, oder was schmeiße ich einfach raus, weil es mir eigentlich sowieso keinen Spaß macht und weil ich das nur mache, weil irgendwelche Gründe.
Ja, also was das angeht, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, das Buch. Und wie gesagt, es gibt auch ein paar Tipps für Instagram. Ich hatte dann auch wieder Lust, Instagram zu machen. Ich habe es installiert und mittlerweile muss ich aber wieder sagen, ja, also am Anfang habe ich wieder immer so ein Flow, ah ja, jeden Tag ein Bild und das macht Spaß. Und so nach 2 Wochen, oh, du müsstest mal wieder ein Bild hochladen. Also so 100% grün bin ich mir mit Instagram noch nicht und ist auch okay. Na, ich bin ja immer noch in der Findungsphase. Ich habe während der Zeit festgestellt, also über den ganzen Januar, dass mir YouTube am meisten Spaß macht. Und ja, und was mir keinen Spaß macht, das kicke ich dann einfach raus. Und Instagram hätte ich jetzt auch schon wieder deinstalliert, wenn ich dann nicht ein paar Leute hätte, mit denen ich über Instagram schreibe, weil sie zum Beispiel kein Facebook haben. Und ansonsten hätte ich das tatsächlich schon wieder von meinem Handy gekickt. Ist halt so, ne? Aber sollen andere machen. Was mich bei ihr ein bisschen gestört hat, war, dass sie, denke ich mal, anregt, dass das, was sie macht, absolut cool ist und funktioniert. Und es hat bei ihr funktioniert, aber ich sehe das halt bei vielen Mädels, die halt auch denken, ach Mensch, wie Dagi B oder die andere, Dagi und Bibi, Bibis Beauty Palace. Hoch, und dann setze ich mich vor die Kamera oder ich mache die ganze Zeit irgendeinen Schnutenmund vor Instagram und dann werde ich halt irgendwann berühmt und so. Ne? Und das funktioniert bei den meisten nicht. Und die meisten stecken dann auch, ich sag mal, so viel Arbeit in dieses blöde Handy und verpassen dann den ganzen Rest. Gut, das muss jeder selbst entscheiden. Ne? Ich erlebe es nur auch als Lehrerin, beziehungsweise ich habe es erlebt, zurzeit bin ich immer noch krankgeschrieben. Und das ist nicht unbedingt eine Richtung, die ich so wirklich gut heißen kann. Ja. Und so sehr mir das Buch geholfen hat, wieder Lust zu haben, hilft das sicherlich auch anderen. Wobei es halt nicht für jeden was ist. Aber gut, da muss jeder selbst seinen Kopf anschalten und sich überlegen, wo es hingehen soll. Aber ja, bei Jugendlichen, was ich halt auch nicht gut finde, ist eigentlich dieses Influencertum. Ja, ich bin das auch. Ja, ich halte auch Bücher und Kerzen in die Kamera. Ja, das ist auch schon Influencen. Aber wie viele Mädels sich halt den neuen MAC-Lippenstift kaufen müssen, weil Person XY ihn in die Kamera gehalten hat und ihr ganzes Taschengeld für irgendeinen Schnulli ausgeben, der, wo gesagt wird, dass er so toll ist, ne? Und wie viel Geld da jeden Monat bei DM ausgegeben wird, weil XY wieder mal irgendein Unpacking gedreht hat. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, ja? Und in einem bestimmten Alter kann man da nicht sagen, das sollte ich vielleicht nicht tun. Also diese kritische Reflexion. Auch ich habe mir MAC-Lippenstifte gekauft vor 10 Jahren, weil sie irgendwer in die Kamera gehalten hat. Und jetzt muss ich sagen, Mensch, die hättest du nicht gebraucht. Oder, oh, Unpacking. Also ich kenne das von mir selbst, ja. Und ich finde einfach das Influencen kritisch. Genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem mit dieser ganzen Thematik. Wenn es mich wirklich stören würde, müsste ich aber vielleicht aufhören, Videos zu drehen. Oder ich müsste anfangen, ja, ich denke ja sowieso drüber nach. Also jetzt auch, ich beschäftige mich ein bisschen mit Low Waste. Auf was kann ich verzichten? Was kann ich mit Bioprodukten machen, wozu ich sozusagen keine Dinge kaufen muss? Was kann ich selbst anbauen? Ja, wie kann ich das alles verwenden? Wiederverwendung. Aber ich merke halt auch in meinem Alltag, dass es manchmal nicht so einfach ist. Und manchmal ist es auch bequem, Produkte zu kaufen, die sozusagen eigentlich keinen Sinn machen. Ne? Nur um schneller an etwas zu kommen, an eine Lösung zum Beispiel oder an Essen. Ja, bisschen schwierig, aber damit beschäftige ich mich und da hätte ich auch Lust, langfristig Videos dazu zu machen. Ne? Nur aktuell habe ich keine Nerven, zum Beispiel. Ne? Und ja, ich glaube, das waren jetzt erstmal viele konfuse Gedanken. Vielleicht ordne ich die da irgendwann mal und mache dann noch ein Video dazu. Heute erstmal nicht. Und ja, das war der erste Teil von meinem Monatsrückblick. Im zweiten komme ich zu einigen noch kontroverseren Büchern. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Tschüss.